heute. In einer Demokratie, wie wir sie kennen. Sie brauchen das, wie wir sie kennen, nicht. Also in einer Demokratie, wie sie kennen, heißt es für gewöhnlich, es muss ein Ausgleich geschaffen werden zwischen dem Egoismus derer, die was haben, und derer, die nichts haben. Das ist offenbar Unsinn. Einen Kapitalisten Egoismus vorwerfen, heißt ihm vorwerfen, dass er ein Kapitalist ist. Einen Nutz hat überhaupt nur er, da er ein Ausnutz ist. Die Arbeiter können doch den Kapitalisten nicht ausnützen. Der Satz Gemeinnutz geht vor Eigennutz müsste heißen, wenn es ums Ausnutzen geht, darf nicht einer einen anderen oder alle ausnutzen, sondern alle müssen, und jetzt sagen Sie mir gefälligst, was ausnutzen. In Ihnen steckt ein Logistiker und Semantiker. Nehmen Sie sich in Acht. Es genügt völlig, wenn Sie sagen, ein Gemeinwesen muss so eingerichtet werden, dass was dem Einzelnen nützt, allen nützt. Dann muss der Egoismus nicht mehr beschimpft werden, sondern kann sogar öffentlich belobt und gefördert werden. Das kann nur da geschehen, wo ein Nutzen für den Einzelnen nicht mehr nur entsteht, wo ein Mangel bei vielen geduldet oder geschaffen wird. Wenn Sie zahlen können, sind Sie nirgends auf Nächstenliebe angewiesen. Ja, wen? Bevor Sie die Sitzung aufhoben, machte Kalle einen geschäftlichen Vorschlag. Er hatte auf seinen Streifzügen herausgefunden, dass die Stadt viel von Wanzen zu leihen hatte. Merkwürdigerweise gab es keine Anstalten, welche die Wanzen vertilgten. Mit einem kleinen Kapital konnte man eine solche gründen. Ziffel versprach sich, den Vorschlag zu überlegen. Er zweifelte ein wenig daran, dass die Bevölkerung leicht dazu gebracht werden könnte, gegen das Ungeziefer etwas zu unternehmen. Sie verfügte über zu viel Selbstbeherrschung. Blackout. Über Demokratie, über das eigentümliche Wort Volk, über die Unfreiheit unter dem Kommunismus, über die Furcht vor dem Chaos und dem Denken. Also, Demokratie zu zweit ist sehr schwierig. Ja. Sie schauen im Ganzen demokratisch aus. Und das wirkt schon an und für sich verträglich. Unter demokratisch versteht man etwas Freundliches. Das heißt, wenn es bei einem besseren Herrn gesehen wird. Bei einem Hungerleider ist es sehr unverschämt. Ein Bekannter von mir, ein Kellner, hat sich sehr über einen reichen Weizenhändler beklagt, der nie ein anständiges Trinkgeld gegeben hat, weil er, wie er laut zu einem anderen Gast geäußert hat, als echter Demokrat den Kellner nicht hat demütigen wollen. Ich ließe mir auch kein Trinkgeld geben, hat er gesagt. Und soll ich ihn als geringer erachten? Ich glaube nicht, dass man von demokratisch als von einer Eigenschaft reden kann. Na, warum nicht? Ich finde zum Beispiel, dass auch Hunde, wenn sie gut gefressen haben, eher demokratisch ausschauen, als wenn nicht. Sie haben nicht verstanden, was Demokratie heißt. Ich meine, in der wörtlichen Übersetzung, Volksherrschaft. Das Wort Volk ist ein eigentümliches Wort.